Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Pound Hospital. So, wir speichern direkt, weil 1. April und so und April-Scherz und YOLO. So, wir haben mal einen schönen Gewinn von fast 100.000 gemacht, der ist nice. So, jetzt brauchen wir, um unser Geld auszugleichen, praktisch jetzt hat zum nächsten Monat 900.000. Also bis zum Monatsende, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wir starten trotzdem wieder das nächste Forschungsprojekt, einfach weil das die einzige Möglichkeit ist. So, der Heini ist jetzt auch gleich fertig. Ich switche einfach nur noch zwischen den beiden Räumen hin und her. Alles andere finde ich nämlich inzwischen überflüssig. Noch 2 Millionen, dann haben wir es geschafft. Ja. Nee. Niemals schaffen wir das. Also, was haben wir hier? Behandlung 2, Geistjägerei, Diagnose 3. Komm, wir machen einfach mal Diagnose 3. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Vielleicht geht da mal ein bisschen mehr voran. Jeden Tag geschehen schreckliche Dinge. Sie könnten sich den Zeh stoßen. Ah. Ihr Haus verlieren. Oh nein. Oder sogar Popstar-Besuch. Ja, die Jasmin Odyssey kommt vorbei. Cool, wir haben hier gerade 3 Leute dann da. Ganz cool. Da oben ist eine Monopower. Oh, sie spawnt, als ich sie angreifen wollte. Jasmin Odyssey ist in the house. So, hoffentlich freut sie sich über unsere ganzen schönen Gemälde für sie. So. Ja, das läuft jetzt gerade nicht schlecht. Jetzt bräuchten wir 1 Million, um das auszugleichen, praktisch unser Verlust. So. Ich fände es voll cool, wenn wir einfach so freiwillige Ärzte haben, die kein Geld von uns verlangen und einfach arbeiten, ganz viel arbeiten. So, fast 1 Million. Bei 1 Million sind wir auf jeden Fall den Monat schon mal im Plus. Es wäre also übelst nice, wenn wir das schaffen können. Vor allem, wir haben jetzt schon 21 Folgen auf diesem fucking Krankenhaus und wir haben noch nicht mal irgendwie das 3-Sterne-Krankenhaus erreicht. Also das wird so eine Monatsherausforderung. So, wir sind über 1 Million, das heißt, wir machen Plus. Das ist schon mal cool. Also, was wir jetzt zusätzlich machen, ist ein cooler Bonus. So, ja, das ist ein cooler Bonus, 41.000. Okay, 1.200.000 brauchen wir noch, um unser Ziel zu erreichen. Ja, ich weiß schon. Ich kenne die Krankenhausregeln. So. Es kommen richtig viele Leute gerade rein, das gefällt mir halt einfach nicht. Weil es sind einfach nur Leute, die länger hier stehen. So, was haben wir hier? Personalforderung. Bilde 3 Mitarbeiter weiter. Ja, gerne. Ich mache das dauerhaft, meine Mitarbeiter weiterbilden, weil das macht denen Spaß und so. Vor allem würde ich gerne meine Forschungshandys fortbilden. So, da haben wir dann gleich wieder 2 weitergebildet. Ja, dann machen wir einfach mal Instandhaltung 3, würde ich so sagen. So, du kannst das und du kannst es auch 7 Leuten beibringen. Have fun in your course. Darf ich die jetzt nicht alle auswählen? Hieß ja gerade jemand Rosenstrauch? Lustiger Name. Ja. So. 1200er und wir sind über 1 Million. Ist nicht schlecht. Über 1 Million gleicht es auf jeden Fall aus. Wir müssen halt immer jeden Monat praktisch den Gewinn, also die vorherige Zahl nehmen plus den Gewinn, den wir gemacht haben, um herauszufinden, ob wir einen Verlust oder einen Gewinn machen. In dem Monat haben wir übrigens einen Gewinn gemacht. So, jetzt müssen wir sagen, weil wir brauchen 160.000, um das auszugleichen. Bei 940.000 waren wir jetzt einfach mal, sagen wir mal, wir brauchen 1.100.000, um das überhaupt auszugleichen. Alles drüber ist Gewinn. Und hoffen wir jetzt natürlich erst erstmal auf die Millionen. So, 1 Million haben wir schon noch, 100.000. Hälfte des Monats ist schon rum, also es ist schon knapp immer. So, mumifizierte Patienten. Ich glaube, den Monat schaffen wir unser Ziel nicht ganz. Also es fehlen jetzt noch 80.000 und wir haben nur noch 12 Tage. Okay, 60.000. Also man muss da halt echt immer ein bisschen mehr planen, keine Ahnung. Promi-Besuch, die Jasmin Odyssee schaut sich alles ganz genau an. So, der eine ist jetzt halt am Mittag. Ist nicht so cool, aber der andere ist wieder da.
Wir können ja mal schauen, ob wir noch ein viertes Forschungszentrum haben. Weil das könnte wirklich ein Weg sein. Ja, die sind aber alle, die haben andere Fähigkeiten und das wäre schmarrn. So. Unser Ruf ist gerade bei 28. Also das heißt, es ist richtig wenig los einfach, aber das ist halt auch cool. Weil dann schaffen wir unsere Heilungsrate eher, weil die dann nicht alle da so anstehen. Allerdings haben wir dann auch weniger Einkommen. Das müssen wir halt auch immer sehen. So. Der Herr Grotz ist jetzt Facharzt. Wunderschön. Herr Rotz. So. Unser Geld geht auf jeden Fall nach oben. Das ist nicht schlecht. So, wir haben 3 Mitarbeiter weitergebildet. Deswegen freut sich der Billy Faden. Cooler Name, Bro. So. Forschung ist abgeschlossen. 20k. Danke. Wir fangen gleich die nächste Forschung an. Wieder für 1000k. Also wir machen einmal 19k Gewinn praktisch. Und minus die Löhne von diesen beiden Mitarbeitern, die hoffentlich da mit drin sind. Und ich hier eigentlich gerade voll den Schmarrn mache. So, Instandhaltung 3 haben wir geschafft. Achso, dann können wir eine neue Fortbildung starten. Ja. Forschung, nein. Kundenbetreuung vielleicht mal wieder, nein. Kundenbetreuung 2. Jetzt haben wir nicht sowas wie Motivation, das einfach alle Klassen untereinander festmacht. Okay, dann nehmen wir erstmal Instandhaltung 2. Da ist unsere Hausmeister. Besser putzen. So, uns fehlen jetzt nur noch 500.000, dann haben wir tatsächlich dieses Ziel erreicht. Allerdings möchte ich hier höher gehen, dass wir dann wieder mehr zum Verbrauchen haben. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in diesem Zustand. Ich hoffe einfach dadurch, dass unser Ruf gerade so richtig beschissen ist, dass nicht so viele Leute kommen und wir somit eine höhere Heilungsrate erzielen. Weil eigentlich, das schließt sich ja alles drei nicht aus. Okay, die Heilungsrate schließt ein bisschen den Krankenhauswert aus. Aber wenn man halt nicht so viel zu tun hat, dann sind ja die Leute nicht so schnell unzufrieden. Okay, die haben dann ja natürlich ein bisschen nicht so viel Zufriedenheit plus gekriegt. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal auf den Weg. Weil ohne diesen Krankenhauswert sind wir halt eh verloren. Wir könnten eigentlich auch gleich auf 10k hochgehen. Das ist nämlich der Wert dann für das dritte Krankenhaus. Epidemiewarnung. 1. Oktober, ey, Epidemie, ey. Wenigstens ist es nur fürchterlicher Fluch. Ja, schauen wir mal, ob ich ein paar finde. Geht hier gerade vielleicht einer? Nee, ah, da kommt so ein lustiger Clown an. Hoch ansteckende Krankheit. Oh, was? Da unten ist alles leer? Wo stehen dann jetzt die ganzen Leute? Okay, Diagnose sieht einigermaßen okay aus. Oh, du gehst und du bist infiziert. Was haben wir hier? 2 von 7. Ja. Dann suchen wir mal noch den letzten Infizierten. Okay, das ist eine Mumie. Ich wollte ihn schon fast impfen. Okay, wir haben noch 4 Infizierte. Das ist nicht so cool. Abhauen will aber jetzt gerade keiner. Okay, cool, wir haben unseren Krankenhauswert erreicht, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich auf 10k hochgehen. Hier, du bist infiziert. Ganz klar bist du infiziert. So, einer gibt's noch. Ah, der eine, der löst sich meistens von allein, wenn ich jetzt einfach ihn in Ruhe lasse. So, Weiterbildung ist abgeschlossen. Der haut da meistens ab oder stirbt oder so. Passiert recht häufig. Forschung 3 können 2 Leute teilnehmen. Okay, dann machen wir jetzt. Komm, wir machen beide gleichzeitig. Auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber trotzdem. Wir haben ja ein Ziel, das wir verfolgen. Hey, wir haben die Heilungsrate, wir haben gerade nur den Ruf nicht. Aber wenn ich jetzt halt hier wieder den einen Heini reinhock, dann haben wir halt wieder dieses Problem. Dass halt wieder mehr Leute in unser Krankenhaus kommen. Na, ganz ehrlich, das müssen wir jetzt mal aushalten. Das müssen wir jetzt einfach gut timen. Aufheben. Hallo du hast jetzt eine neue Beschäftigung und zwar bist du jetzt einfach hier angestellt. Yay, wir haben die Epidemie beendet. Yay, ich hoffe, das schaffen wir in echten Leben auch endlich mal. Dass wir endlich aufhören mit dieser scheiß Maskenpflicht. Ja, cool. Wir hocken die jetzt einfach mal da rein und schauen, was die so erreichen. So, 163 plus, das ist sehr nice.
Befördere 3 Mitarbeiter, ich gebe mir Mühe. Heilungsrate von 80%. Wenn wir uns Mühe geben, schaffen wir das. So. Es muss gerade nur der Ruf angekurbelt werden. Und wenn der Ruf ankurbelt, komme ich hier wieder mit Patienten rein. Jetzt haben wir gerade 145 und es werden halt dann noch 30 mehr. Okay, und unsere ganzen Heinis sind schon wieder abgehauen. Schön. Wie kriegen die das immer hin? Unsere Assistenten sind irgendwie die größten Volldeppen. Hier aufheben. Nicht an der Baustelle arbeiten, hier arbeiten. Ist auch eine Baustelle. Okay, ja, ich würde einfach mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Two Point Hospital. Bis dahin. Tschüss.